Wenn ihr wissen wollt, was da drin köchelt, dann bleibt dabei! Taschen, Leute! Taschen! Wir sind mal wieder draußen im Wald und ihr habt es ja schon gesehen wahrscheinlich, es geht wieder ums Kochen. Absolut! Aber wir haben schwer zu schleppen diesmal. Ja. Ich zeig euch das mal. Wir haben ordentlich einen Dutch Oven mit und wir werden ihn benutzen. Oh Gott, Alter. Aber jetzt müssen wir erstmal. Das ist so schwer. Aber jetzt müssen wir erstmal eine ordentliche Stelle suchen. Und genau das machen wir jetzt. Tschabuja. Wir haben jetzt ein schönes Plätzchen gefunden, mal wieder. Und das zeigen wir euch jetzt natürlich auch gleich. Aber erstmal schmeißen wir unseren ganzen Kram ab. Unser ganzen Kram ab und dann zeigen wir euch hier mal die Umgebung. Aber hier ist nicht schlecht, oder? Ja, hier ist super. Hier ist schattig. Hier ist auch schick. Ja, super. Bumm. Jetzt steht als nächstes erstmal an, Feuerholz zu sammeln und überhaupt zu gucken, wo wir jetzt das Lagerfeuer errichten wollen. Genau, wir brauchen ein starkes Glutbett, weil wir heute lange kochen werden. Wir brauchen viel Feuerholz. Allerdings, ja. Weil wir Feuer lange am Leben halten müssen. Das Gute ist, man muss sich nicht um viel kümmern, außer das Feuer. Im Endeffekt. Das ist schon mal nicht schlecht. Richtig. Was wir wieder für ein Schwein hatten, was hier am geilen Feuerholz rumlag. Nee, Spaß beiseite, Leute. Letztes Mal haben wir es scheinbar nicht eindeutig gemacht. Feuerholz sammeln war... Naja, ist auch egal. Wir haben Feuerholz mitgenommen, weil alles nass, trotz gutem Wetter. Und wir wollen ja was kochen, deshalb brauchen wir Holz. So, deshalb schleppen wir Holz in den Wald. Daher das Feuerholz aber wahrscheinlich nicht reichen wird für circa anderthalb Stunden Kochzeit, sammeln wir noch ein bisschen was. Und wir haben uns hier was Stehendes ausgesucht. Das müsste ja ungefähr wenigstens trocken sein. Und das werden wir jetzt mit dieser mächtigen Säge absägen. Wie zu erwarten, das sieht gut aus, oder? Ja, hätten wir gar nicht mit reinschleppen müssen. Na toll. Sicher, sicher. Cool. Geil, sägen wir jetzt zurecht. Jetzt sehen wir uns ein kleines Feuerloch aus, machen wir mal ein bisschen längs, dass wir auf der einen Seite mal die Glut runterschieben können und drauflegen dann auf den Dutch Oven und dass wir rechts immer so ein Feuer aufrechterhalten können, wo dann halt neue Glut nachproduziert wird. Ja. Und jetzt heißt es mal wieder, und ihr kennt es, buddeln. Sehr gut. Indessen Gerrit gräbt und das Loch gleich fertig macht, hoffe ich mal, kann ich euch mal zeigen, wo wir sind. Wir sind nämlich auf einem kleinen Hügelchen, das ist ziemlich gut hier. Hier ist eine kleine Schlucht, man sieht es wahrscheinlich vielleicht. Hier haben wir schön einen umgefallenen Baum, da haben wir nämlich das Holz her. Also ein Teil vom Holz. Gerrit ist immer noch fleißig dabei, sehr gut Gerrit, sehr gut. Schön sandig hier, perfekt. Ey. Sandig. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Schlucht. Und dadurch hat es ein ganz, ganz krasses Feeling hier. Das Grübchen ist fertig, schöner Sandboden unten drunter, das ist schon mal perfekt fürs Feuer. Und das wird jetzt auch direkt angemacht, damit schon mal eine schöne Glut sich entwickeln kann. Richtig praktisch, ey, mit dem Sandboden, oder? Ja, mega cool. Feier ich hart gerade. Schön. Gerrit, was machst du da? Eben haben wir schon ein bisschen Reisig gesammelt, jetzt machen wir noch kleine Stöckchen, damit wir das Feuer besser ankriegen. Ja, man muss erstmal gucken, wo das Holz sich spalten werden will. Sehr gut. Aber schaffst du es ein zweites Mal? Saubere Sache.
wir basteln uns jetzt mal ausnahmsweise ein gerades Glutbett, mit dem man arbeiten kann. Das wird richtig. Heute wird alles besser als letztes Mal. Es regnet schon mal nicht. Ja, ist wirklich so. So, guck mal, das ist jetzt schön gerade. Und darauf, hier bauen wir heute gar nicht so eine Pagodenfeuer-Sache, sondern ich habe jetzt hier. Hey, das heißt Hashtag-Feuer. Ja, Hashtag-Feuer, sag ich ja. Sag mal. Hab jetzt hier einfach mal so ein bisschen 30 gesammelt. Ah, Survival-mäßig hier. Die Birkenrinde rüffeln wir jetzt wieder ein bisschen an. Oh, die ist ja schon richtig trocken, du. Hallo. Vielleicht muss man die auch hier so ein bisschen auffasern. Mal gucken. Ja, ja, das ist besser. Das ist besser, Leute. Dass man die hier so ganz klein und fein macht. Es brennt! Es brennt! Es brennt! Alles cool, ist nicht erstickt. Dachtet ihr gerade, wa? Na gut. Können wir jetzt schon die kleinen Stänkchen hier aufpacken? Heute dreht sich bei uns zutatentechnisch alles um das Hähnchen. Für die Zubereitung brauchen wir Zwiebeln und Knoblauch. Außerdem noch Petersilie, Rosmarin sowie Paprika, Salz, Pfeffer und Kräuter der Provence. Und zum Schluss brauchen wir noch ein bisschen Zitrone und Butter. Als Beilagen gibt es heute Süßkartoffeln und Kartoffeln. Des Weiteren noch Mohrrüben und Äpfel. Und das Ganze wird worin zubereitet, Andi? In einer ordentlichen Portion Heu. Jetzt ist natürlich die große Frage, der aufmerksame Zuschauer hat es vielleicht schon gesehen, worin wird das Ganze denn zubereitet, Andi? Und zwar in einem Dutch Oven. Viele wollten das ja mal sehen, ne? Ah! Warum machen wir das jetzt, Andi? Weil es schwer ist. Nee, weil wir einfach mal Bock drauf hatten, ja, sowas, so eine Art Ofen draußen zu haben. Und den haben wir jetzt. Mach mal den Deckel auf. Alter. Oh. Man denkt nicht, dass der Deckel so schwer ist, ne? Ja, es ist völlig Der Deckel krass. Ist auch gleichzeitig eine Pfanne, das ist auch ganz witzig. Welche Nummer ist das hier? Wie groß ist der? Steht hier oben drauf, das ist der FT9. Ich glaube, da passen über 8 Liter rein. Ja. 8 Liter! Also ist schon ordentlich auf jeden Fall. Ist eine gute Größe für uns. Also, wir haben uns den von der Firma Petromax geholt. Ja. Weil wir einfach schon die Pfanne hatten und die Firma halt kennen. Ja. Mit und der Pfanne waren wir zufrieden. Made in Germany. Ja. Muss man auch dazu sagen, ne? Muss man auch supporten. Ja, habe ich jetzt richtig. Ich habe da so einen Bock drauf jetzt. Auch mit dem Heu das auszuprobieren, ob das wirklich dann danach schmeckt und so. Ich bin gespannt. Ich bin auch mega gespannt. Das wird gut. Das wird wirklich, richtig gut. Ich freue mich richtig, ey. Wir haben uns ja Heu besorgt und das machen wir jetzt nochmal ein bisschen feucht. Zack. Das kann man ja schon mal alles vorbereiten, das ist das Gute. Alter, das saugt ja auf wie nichts. Ich hätte gar nicht erwartet. Ja, ich habe auch noch 1,5 Liter dabei. Mal schauen. Oh, das riecht, ey, wie Pferdestall. Und das soll ich essen? Ja. Das riecht wirklich wie Pferdestall. Riech mal. Aber ist oh, ja klar. Das riecht wie Stall, klar. So, das lassen wir jetzt eintunken und jetzt können wir, was machen wir jetzt? Na, jetzt müssen wir halt schnippeln, das Hühnchen mal so ein bisschen stoppen und dann. Das Hühnchen vorbereiten, ja. Genau. Als allererstes nimmt man sich hier ein schönes Pfund Butter. Und halbiert das grob in der Mitte. Ja, eine halbe Butter reicht. Und die fliegt dann hier in den Topf drin. Plopp. Zack. Dann nimmt man sich hier die Zitrone, schneidet die einmal grob in der Mitte auf. Ich glaube, eine halbe reicht auch, wa? Ein paar Spritzer. Ja, nur eine halbe reicht. Ah, Spritzer. Zitronensaft drauf. Ich glaube, das reicht schon, wa? Ja, mach eine halbe, spritz da rein. Zack. So. Sehr gut. Ja, klar. Okay. Jetzt schneiden wir Petersilie. Wollten wir nicht haben hier. Alles ganz grob für draußen hier. Einfach nur. Ja, klar. Wird ja dann nur gepflegt in das Hühnchen reingestopft. Ne? Jetzt brauche ich mal den Topf kurz, bitte. Dankeschön, Kameramann. So. Ja, das ist quasi die Füllung. Das war keiner ganz, aber das ist sozusagen die Füllung. Schnippel, schnippel. Warum füllen wir denn das Ganze dann mit Butter, Andi? Mutter hat gesagt. Und wenn Mutter sagt, dann muss da was dran sein. Ja, dass das innen dann ja, nicht austrocknet sozusagen. Also wenn es ein bisschen zu lange im Ofen lässt, dann wird es trotzdem nicht trocken.
Und so macht man eigentlich ein Kräuterhähnchen. Unseres wird jetzt kein Kräuterhähnchen, aber die Füllung machen wir trotzdem. Wir füllen es einfach mit geilen Scheiß. Wir haben da eigentlich kein Rezept nachgeguckt oder so. Nee. Wir füllen es einfach mit Sachen, die wir geil finden. Richtig. Und dann schmeckt uns das. Mmh, Butter. Jetzt knatschen wir das noch ein bisschen zusammen. Haben das Töpfchen ans Feuer gestellt, habt ihr gesehen. Das ist jetzt ein bisschen flüssig, aber ihr müsst aufpassen, dass es halt nicht einschmilzt. Ne? Damit ihr das jetzt hier schön vermengen könnt, so ein bisschen zusammenknatschen. Und dann schmiert ihr das dann so in die Ente. Und mit Ente meine ich Huhn. Gut gerettet. Vier Riesenzähne. Völlig krank. Auch wieder hier ganz grob. Einfach grobe Scheiben. Die werden schön reingebounced in der Mitte. Kommt gut. Und die Zwiebel. Auch ganz grob. Einfach nur abgemacht hier. So, das machen wir jetzt auch. Das fütteln wir einfach. Ja, klar. Zack. Klar, klar. Fertig. Hat reingestopft. Wird richtig lecker, ey. Leute, ich sag's euch. Dann stopfen wir den Vogel jetzt mal. Dazu nehmen wir hier erstmal ein feines Löffelchen Butter. Und da muss man die hier halt so ein bisschen aufhalten, die Henne oder den Hahn, mal gucken. Und das da einfach reinschmieren. Auch nach ganz hinten durchschieben, damit das dann sich da schön verteilen kann. Jetzt würde ich sagen, genau, die groben Stücken einfach alle rein da. Zwiebeln rein. Ruhig bis hinten mit dem Löffel dann nachschieben. Ja, das schieben wir dann nach, genau. Den Knofi. Alles durchmischt irgendwo hin. Zack, und Rinder. Ist ja nicht so viel Platz da drin. Echt nicht? Ja, waren halt nur ein paar Organe drin, ne? Also, andere Seite. Okay. Es wird ja eh warm, dann schmilzt ja die Butter eh und verteilt sich von alleine noch. Der Knoblauch muss schon alle drei, ne? Ja. Jetzt schließen wir den Vogel. Und zwar gehen wir dann von hier außen hoffentlich da rein. Dann hier wieder raus. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Genau, damit es nicht ganz rausläuft. Das sieht doch gut aus. Da unten irgendwo nochmal rein und dann reicht er schon. Ja. So. Dann ist ja einigermaßen geschlossen so und dann passt es. Kannst ja noch, bieg mal noch zu. Die Nadel sozusagen. Was steht denn jetzt noch an, Andi? Jetzt wird der Andi den Vogel mit leckerem Salz und Paprika einreiben. Einschmieren, genau. Ja. Noch ein bisschen Butter raufgeschmiert und jetzt kommt noch Salz ordentlich rauf, was ich gleich verteilen werde. Und Paprikapulver. Mach ordentlich Ruf da, du. Und jetzt wird es einfach ein bisschen einmassiert damit. Kann man noch mehr machen, wa? Ja, damit überall was ist, genau. Jetzt müssen wir jetzt ein paar Mal wenden und ein paar Mal bestreuen und dann ist schick. Und das ist der fertige Vogel. Schön garniert in Paprika. Geil, geil, geil. Oh, warte, wie im Fernsehen. Völlig sinnlos Dekoration auf dem Weg. Jetzt machen wir das Bettchen fertig. Ist ja ordentlich feucht hier jetzt schon. Das bringen wir noch mal ein bisschen aus. Wir brauchen es ja nicht komplett nass. Das kommt da jetzt rein. Oh, ist das geil. Brauchen wir noch ein bisschen was, wa? Oder reicht es schon? Na, mal gucken. Oh, wie das Wasser aussieht. Naja. Hier, Stall. Eigentlich könnte das? Das könnte reichen, ne? Soll ja nur ein Bett sein, ne? Das reicht tatsächlich. Soll das auch an die Kanten? Ich weiß gar nicht. Wir machen es einfach. Ja, na dann reicht es doch. Schön. Schönes Vogelnest hier gebaut. Opa. Boah, der wiegt schon was, ne? Zack. Zack. Da liegt er jetzt. Ja, wenn das nicht gut aussieht, weiß ich auch nicht. Schön im Bettchen. Zack. Wow. Jetzt kommt der Deckel erstmal zu, weil die Kartoffeln, Mohrrüben, Äpfel, was auch immer wir noch alles haben, braucht ja keine anderthalb Stunden zum Gar werden. Sonst haben wir ja einfach so einen Brei. Deswegen kommt das Hähnchen jetzt erstmal so eine Dreiviertelstunde, Stunde ins Feuer und dann werden die Beilagen zugelegt für die letzte halbe Stunde. Ich habe jetzt hier einen netten Pfannknecht. Der kommt jetzt hier so irgendwie rüber. Geil. Dann gibst du mir mal so ein Stück Holz, damit ich den einmal hier ordentlich verankern. Muss noch tiefer hier vorne, ne? Ja, ja. Muss mal raufschlagen. Das passt doch. Das ist ja echt toll, ey. Steht stabil, super. Schön. Ja. Von da aus kommt jetzt halt die Hitze von unten. Kannst schön den Topf aufstellen. Und oben drauf kommen auch noch ein paar Briketts. Na dann. So. Und dann müssen wir hier auf der anderen Seite noch ein kleines Feuerchen am Leben halten. Viel zu tun, viel zu tun. Bursch hier oben drauf. Bom. Bisschen weiter zu dir? Viel weiter zu dir? Ja, genau. Sehr schön.
So, dann schauen wir jetzt mal rein in die Mopete. Blub. 40 Minuten rum. 40 Minuten. Mal gucken, jetzt fällt richtig viel Asche rein. Nein. Das sieht gut aus, oder? Ja, schön knusprig, dampft gut. Ein bisschen schwärzlich da, aber das ist, glaube ich, noch... Das ist wahrscheinlich, weil wir unten drunter zu viel Hitze am Anfang hatten. Ja, genau. Man muss sich da rantasten. Wir haben jetzt ein bisschen... jetzt ein bisschen weniger. Genau. Aber ansonsten sieht das top aus. Und in 20 Minuten kommt dann Gemüse rein. Ach, geil, ey. Eine Stunde ist vorbei, jetzt gucken wir mal nach. Oh, wow. Das sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Jetzt kommen die Beilagen rein. Schön Süßkartoffeln hier, zwei Stück. Eine rote Kartoffeln. Mm. Da vielleicht. Hier noch zwei Apfelhälften. Oh, die kannst du vielleicht oben drauf tun, dann wird es nochmal so ein bisschen saftig. Obwohl, nee, ist eigentlich Quatsch, ne? Das soll ja knusprig werden. Ja. Ich erzähl Quatsch, mach's an der Seite. Ich finde Mohrrübe noch ganz geil. Aber nur gekocht, Leute, nur gekocht. Roh gibt mir das gar nichts. Ja, dann rein damit, oder? Ja, und drauf die Möhre. Mm. Sesam, öffne dich. Geil. Das sieht gut aus. Aha. Oh, wow. Oh, yes. Mohrrüben, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, Hähnchen und ein Lagerfeuer und ein bisschen Heu. Und zwei Äpfel. Deine Reaktion darauf? Lecker! Ah! Ich hab mich erschrocken. Mein Finger war hier am Rand kurz dran, aber alles cool. Das Erdbeerkern hier. Ich möchte kein Heu, verdammt nochmal. Wo ist denn der andere Apfel? Der ist da, an der Keule. Oh. Und da ist das Ding. Oh ja. Oha. Das kommt schön mit raus, der Wing. Der Wing. Super. Mmh. Ey. Wow. Was geht denn hier hühnchentechnisch so? Und was geht denn da eigentlich? Jetzt immer so. Es zerfällt einfach, ne? Ja. Das ist ja geil. Es ist butterweich. Sehr gut. Sehr und saftig, hart. Saftig. Und was noch richtig gut ist, die Haut ist knusprig. Ja. Und halt schön würzig, ne? Also. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, wir haben seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Und jetzt ist es 16 Uhr. Also es braucht halt wirklich ein Weilchen. Aber es lohnt sich. Jetzt dezent satt. Ey, ich bin auch richtig satt jetzt. Oh Gott, ey. Wir sagen es immer, es kommt bestimmt unglaubwürdig, aber es hat richtig lecker geschmeckt. Es war wirklich mega gut. Ich verspreche euch, wenn es irgendwann nicht schmeckt, dann sagen wir das auch im Video. Das haben wir doch schon mal sogar gesagt. Echt? Ja, als wir den Sand in der Bauernpfanne haben. Seht ihr? Mhm. Seht ihr? Da haben wir es gemacht. Aber das war jetzt richtig lecker. Da war kein Sand drin, da war gar keine Asche drin, da war gar nichts drin. Es war einfach saftig, lecker. Es hatte einen wirklich guten Geschmack. Saftig. Saftig. Es ja. War saftig, hatte einen wirklich guten Geschmack, war richtig, richtig zart. Also, ja. Und die Haut oben war knusprig, das ist auch geil. Es war mega easy zu machen, weil du nimmst einfach Zutaten, das könntest du sogar schon zu Hause vorbereiten, sag ich ja. Mal. Machst es einfach in den Dutch Oven rein. Und machst Feuer rauf und fertig. Wirklich, wirklich richtig lecker. Und das Geile ist halt, wie gesagt schon, es ist einfach zu machen. Und was steht jetzt an, Andi? Der ist jetzt so hyperaktiv, weil er ordentlich gegessen hat, ey. Jetzt steht an, dass wir alles zurückbauen. Was heißt eigentlich zurückbauen? Wir haben ja kein Lager gebaut. Ja. Dass wir einfach den Ort wieder so herstellen, wie er vorher war. Und das Feuer zum Beispiel löschen. Buh, ja, was muss ja gemacht werden. Ja? So sieht das aus, wenn es fertig ist. Noch ordentlich Wasser raufgemacht, nochmal raufgepinkelt, müssen wir gestehen. Noch ein bisschen gewartet und jetzt nochmal ordentlich Sand drüber. Bisschen umgerührt alles. Und jetzt ist das schick, da passiert nichts mehr.
Jetzt versuchen wir euch noch mal kurz zu motivieren, Leute. Genau, schnappt euch einfach mal euren besten Kumpel, eure beste Kumpeline, Freundin, Mutti, Vater, ist eigentlich völlig Wurst. Onkel kann es auch sein. Richtig, einfach mal rausgehen, einfach mal nachmachen. Leute. Einfach mal, ja, einfach rausgehen. Ihr habt ja gesehen, es ist relativ einfach und da kriegt man eigentlich 4 Personen mit satt oder 2 Naturensöhne. Und ja, einfach machen. Es ist echt, ihr habt einfach eine geile Zeit, es macht echt Spaß. Muss ja auch nicht direkt das sein, ja? Macht euch erstmal einen Kaffee, macht euch irgendwie vielleicht irgendwas anderes Kleines, ein Rührei, Bratkartoffeln. Könnt ihr alles machen. Ein Käffchen geht immer. Ey, so lecker. Ja, einfach mal nachmachen. Geht Rauch. Gut. Wir haben jetzt mal wieder eine Frage an euch. Wir haben jetzt endlich mal einen Dutch Oven und eigentlich ziemlich gute Kochausrüstung. Was sollen wir als nächstes kochen? Im Dutch Oven. Ja? Kann was Krasses sein. Schreibt's mal in die Kommentare. Was ausgefallen ist. Worauf habt ihr Bock? Blattgold. Wir hatten auf jeden Fall wieder einen mega schönen Tag draußen, war alles sehr, sehr lecker und wir hoffen, dass euch das Video natürlich gefallen hat. Und? Wenn das so ist, sehen wir uns am nächsten Samstag um 10 Uhr wie immer. Also bis dahin. Ciao. Man darf ja hier nicht wie Sau im Wald sein, ne? Gehen Sie weg, Sir. Sie verfolgen mich, oh Gott. Wir hatten wieder auf jeden Fall einen sehr, sehr leckeren und geilen Tag draußen. Und wir sehen uns. Okay, alles klar. Und was steht jetzt an, Anni? Du Pisser, Alter. Und was steht jetzt an, Anni? Ich kann so nicht arbeiten, ey.